Als erstes müssen wir nicht wieder sitzen. Ja, 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 ich fühle mich sehr gut. Ich bin voller Vorfreude. Wollt ihr jetzt Espresso oder wollt ihr Cappuccino? Okay, also schon mal als erstes würdest dann nicht du da sitzen, sondern Hannes Wolf, den ich jeden Morgen mitnehme. Also ich stehe auf, ich verbringe ein bisschen Zeit mit meiner Tochter. So gegen 8 Uhr stehe ich auf, mache sie dann mit meiner Frau zusammen fertig für die Kita und fahre sie dann dort auch hin. Und danach hole ich meistens bei meinem Lieblingscafé noch einen Kaffee und hole Hannes ab. Und dann fahren wir Richtung Training. Das ist eigentlich immer ganz, ganz cool mit ihm. Man spricht so über alle möglichen Dinge und er ist meistens immer gut gelaunt morgens. Deswegen macht es immer Spaß. Dann ist erstmal Training. Danach fahre ich dann mit ihm wieder nach Hause. Hab dann da Mittagessen meine Tochter macht dann noch Mittagsschlaf und meistens verbringe ich dann den Nachmittag, wenn ich keine Termine habe, mit ihr und mit meiner Frau. Und ja, so ist mal grob mein Plan. Natürlich gibt es Tage, wo du auch Termine zu erledigen hast oder wo du mal zweimal ein Training hast. Aber so heute werde ich vielleicht noch mit meinem Hund eine Runde gehen und das war es dann auch schon. Frühstückst du eigentlich oder gehst du ohne was zu frühstücken? Nee, ich trinke immer einen Shake bei mir zu Hause, also mit Haferflocken, ein bisschen Protein, eine Banane mache ich rein. Das trinke ich immer morgens und dann, wenn ich am Gelände ankomme, frühstücke ich immer nochmal eine Kleinigkeit. Das ist so, also ich trinke immer erst morgens was, weil es mir irgendwie leichter fällt am Morgen. Trotzdem ist es reichhaltig und dann am Gelände in Ruhe frühstücke ich dann. Also ich mache schon dreimal die Woche Krafttraining, oft dann auch mal Formtraining, weil ich das dann gerne fertig habe nicht nach dem Training, wo ich dann vielleicht erschöpft bin vom Training, dann nochmal Krafttraining zu machen, das ist nicht so meins. Aber natürlich, wir haben oft auch gemeinsame Aktivierungen, wo wir einfach den Körper ein bisschen in Schwung bringen vorm Training. Zusätzlich hat natürlich jeder so seine eigenen Übungen, die er oft macht, je nachdem, was für Defizite man hat. Oder jetzt wie bei mir, wenn man halt aus einer Verletzung kommt, dann macht man natürlich die Übungen aus der Reha auch weiter für das Sprunggelenk. Und genau, deswegen ist so ein guter Mix, glaube ich, zwischen Stretching, Stabi und Krafttraining. So, ne? So. Jo, danke. Bom dia, irmão. Yeah. Tag. Was nimmst du denn wieder auf? Hey!
Ja. Oh, darf ich nicht. Sarah, warum machst du den Kaffee mit Jule? Weil seiner richtig eklig schmeckt. Zwei gleich. Easy. Nee, sieht top aus. Crema. Kaffee-Crema. Kann es wohl heiß. Das ist ja kein Schaum. Ich habe mir Zeit gelassen auch mit der Entscheidung, auch wenn ich von Anfang an, glaube ich, wie auch ihr gemerkt habt, große Lust hatte auf Borussia und ich einfach der Meinung bin, dass so viel Potenzial in dem Verein steckt und die ganzen Strukturen eigentlich schon da sind, um erfolgreich zu sein. Trotzdem hat es jetzt sportlich auch viele schwierige Momente gegeben bisher, die mich aber nie irgendwie zweifeln lassen haben an dem großen Ganzen, sondern mir eigentlich Lust gemacht haben, da mit voranzugehen und das mit anzuschieben, die Entwicklung wieder nach oben zu bringen, weil dieser Verein und diese Fans das einfach auch verdient haben. Und deswegen fühle ich mich jetzt sehr gut, bin froh, dass es jetzt auch endlich durch ist und für mich und für meine Familie einfach auch Klarheit herrscht für die nächsten Jahre. Und deswegen, bin ich sehr glücklich. Also erstmal der Wunsch, zurück in die Bundesliga zu kommen, war einfach, weil die Bundesliga geil ist und weil ich habe viel Erfahrung gesammelt im Ausland, für die ich auch sehr dankbar bin. Trotzdem kam dann irgendwann der Wunsch, wieder zurückzukommen und wieder, auch Woche für Woche in der Bundesliga zu spielen, vor vollen Stadien, mit einem absolut coolen Verein, der, wie du gesagt hast, viel Tradition hat. Ich bin da einfach ein Typ, dem sowas auch wichtig ist und der einen Verein will, der lebt, der Geschichte hat und all das bringt die Borussia mit. Und deswegen war es für mich dann damals auch wenn es bis zum letzten Tag ging, war es eine leichte Entscheidung zu sagen, ich möchte zu Gladbach wechseln und habe ja dann auch relativ früh schon gesagt, dass ich mir definitiv vorstellen kann, hier länger zu bleiben.
Das hatte natürlich auch mit dem familiären Umfeld zu tun, mit der Mannschaft selbst, aber auch mit den Strukturen im Verein, die mir einfach Lust auf mehr gemacht haben. Und so kamen wir dann zu der Entscheidung, wieder zurückzukommen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Rolle, in die ich reinwachsen will. Ich bin ja jetzt auch 27. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt, wie du sagst, im Ausland, aber natürlich auch generell im Fußball. Und ich weiß es jetzt auch, wie es ist, neu in einem Club anzukommen. Deswegen bin ich da schon immer jemand gewesen, der auch guckt auf die Jungs, die neu dazukommen und denen hilft. Und noch wichtiger ist natürlich, dass ich allein schon von der Position, die ich spiele, im Mittelfeld, in der Mitte des Platzes, wo du kurze Wege hast, zu den Mitspielern Führung zu übernehmen und auch zu sprechen, die Jungs zu coachen. Und das ist auf jeden Fall was, das mich eben auch sehr reizt hier, dass ich glaube, dass ich eine wichtige Rolle einnehmen kann. Und dafür fühle ich mich auf jeden Fall zu 100% bereit. Ja, erstmal glaube ich, wie als Mensch auch, bin ich immer sehr positiv. Versuche immer positiv ins Training zu gehen, ins Spiel zu gehen. Und ich bin schon jemand, der mit motiviert, der gerne auch die Jungs mitpusht. Und gerade auch, wenn mal Dinge nicht so laufen, die Jungs versucht wieder aufzubauen. Und mich gleichzeitig natürlich auch auf mein Spiel zu konzentrieren und mit Leistung voranzugehen. Aber ich kann schon auch ausrasten. Da braucht es schon einiges, dass das passiert, aber in manchen Situationen ist es einfach angebracht. Und ich bin jetzt vielleicht nicht der Lautsprecher, aber ich bin definitiv jemand, der seine Meinung sagt, wenn ich denke, dass es angebracht ist, und der mit an Lösungen arbeiten will und sich da nicht versteckt. Weil nur so kann man zusammen Dinge erreichen, wenn man ehrlich auch die Dinge anspricht, die nicht so gut funktionieren. Und dahingehend habe ich mich auch entwickelt über die Jahre. Natürlich, du kommst dann irgendwann dazu, bist noch ein sehr junger Spieler und konzentrierst dich dann mehr auf dich und hörst eher zu. Ich hatte natürlich jetzt auch schon das Vergnügen, mit vielen erfahrenen Top-Spielern zusammenzuspielen und mir da auch gewisse Dinge mit abzuschauen und eben Erfahrungen von ihnen zu sammeln. Und deswegen will ich da Step by Step natürlich auch da reinwachsen. Ja, ich kann schon sagen, ich bin ein absoluter Familienmensch geworden, natürlich durch meine Tochter. Ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit ihr und meiner Frau, wenn ich dann eben zu Hause bin. Ich habe trotzdem noch, auch wenn ich jetzt erwachsener und reifer bin, öfters mal ein bisschen Vogel, würde meine Frau vielleicht sagen. Immer mal Späße auf den Lippen. Es kann schon auch mal nerven. Aber wir ergänzen uns eigentlich sehr gut und ich bin gerne zu Hause, ich bin gerne mit meinen engsten Leuten zusammen, wo ich auch wirklich dann nur ich sein kann und nicht der Fußballspieler. Meine Tochter kapiert auch mittlerweile, dass ich Fußball spiele, aber für sie ist, glaube ich, immer, wenn hier Fußball am Fernseher auch an ist, dann ist Papa go, 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 obwohl ich neben mir sitze so. Ich spiele auch viel Kaufladen oder schieb Puppenwegen durch die Gegend mit ihr. Also hier bin ich einfach nur Papa und Ehemann. Ja. Ja, also Mode interessiert mich schon. Also ich bin jetzt nicht jeden Morgen dann da und denke mir, das muss zu dem passen und keine Ahnung. Aber ich beschäftige mich gerne damit. Ich kaufe auch gerne Klamotten ein und bin einfach gerne gut angezogen. Aber das ist ja auch immer Ansichtssache. Ne? Also wenn du jetzt Toni Janschke fragst, der würde sagen, ich habe den bodenlosesten Style, weil er in meinen Augen selber keinen hat. Aber das ist ja immer Ansichtssache. Für mich ist einfach nur wichtig, so dass ich mich gut fühle und mich gut angezogen finde. Und das
vielleicht meine Frau auch zufrieden ist. Aber ja, es ist schon was, wo ich Interesse habe, wo ich auch bei anderen mir das anschaue oder in Instagram oder wo auch immer. Ich habe auch einen Kumpel, der ist Stylist, mit dem habe ich früher zusammen Fußball gespielt, so mit dem tausche ich mich immer mal wieder aus, deswegen, ich bin da schon interessiert dran. Ich laufe aber auch mal ganz chillig rum mit Badeschlappen und Jogginghose oder was weiß ich. Deswegen, und Friseur, natürlich, wenn man jede Woche im Fernsehen ist, will man einigermaßen einen guten Haarschnitt haben und ja, deswegen gehe ich da so alle 2 Wochen. Wenn es mal nicht gut geht und viele Leute denken, oh, die haben viel Geld und viele Fans und dann ist alles immer die Sonnenseite und so ist es halt nicht. Und da auch mit Sarah einfach drüber zu sprechen und auch mal über unsere Probleme zu sprechen, natürlich auch über schöne Sachen zu sprechen, das ist einfach, glaube ich, eine coole Sache. Und wir füllen das mit sehr viel Leben und es macht es großen Spaß, auch für uns als Paar so ein Projekt zu haben und ja, dann auch über Dinge zu sprechen, wo wir jetzt vielleicht sonst gar nicht gesprochen haben, aber durch den Podcast dann eben draufkommen, wo man dann so merkt, wow, das hast du mir noch gar nicht erzählt, so, ist einfach auch cool und wir wollen die Menschen einfach mitnehmen und ja, deswegen haben wir den zweiten Podcast jetzt gestartet und der Anfang war jetzt schon mal sehr gut und wir hoffen natürlich, dass es den Menschen weiterhin so gefällt. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Das könnt ihr in der ersten Folge hören, also klickt einfach rein. Kommt mit, wir gehen mal eine Runde mit meinem Hund spazieren. Einer Person macht, wenn man auf einmal Vater ist. Ist das etwas, ja, was sehr besonders war für dich und was
hat das überhaupt gemacht als ja, Julian Weigel, der Profifußballer? Ja, sehr viel hat es mit mir gemacht. Irgendwo auch nochmal so einen neuen Sinn des Lebens gegeben. Es gibt mir unglaublich viel Freude, viele Emotionen. Und gerade so als Profifußballer hilft es einfach auch, ja, mit Erfolgen, aber auch Misserfolgen umzugehen. Ne? So das bisschen einordnen zu können. So, ja, das, natürlich bin ich sauer und traurig, wenn ich mal verloren habe, aber es gibt halt auch noch größere Dinge so im Leben. Und ja, deswegen würde ich sagen, hat mir das noch schon noch mal einen anderen Blickwinkel so auf das Leben gegeben. Das war's, ein Tag mit Julian Weigel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald im Borussia Park.